Und damit, Leute, heiße ich euch recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. So, dazu muss ich jetzt erstmal eins sagen. Okay, ich mache es erstmal hier auf Deutsch. So. Und zwar spielen wir Mario & Luigi Superstar Saga für den Game Boy Advance. Das erste Spiel der Mario RPG-Reihe, weil es gab ja hinterher noch zwei Spiele auf dem DS und zwei Spiele auf dem 3DS. Und ich nehme das hier gerade an dem Tag auf, nachdem Mario & Luigi Superstar Saga plus Bowser's Minions für den 3DS angekündigt wurde. Also ein Remake für den 3DS. Und ich hatte schon länger vor, dieses Spiel zu let's playen, vor allem jetzt auch so zu diesem Zeitpunkt. Und natürlich kündigt Nintendo dann genau auf der E3 ein Remake dafür an. Ja, aber ich lasse mich davon nicht abhalten und habe jetzt ziemlich Bock, dieses Spiel zu spielen, und deswegen werden wir es machen. So, Mario & Luigi, Mario Bros. Ja, das ist so ein Remake von diesem alten Mario Bros. Also nicht Super Mario Bros., sondern dieses alte Mario Brothers da, das es in den Spielhallen gab. Das werden wir aber nicht spielen, denn wir werden jetzt mal Mario & Luigi Superstar Saga spielen. So, und was soll ich noch groß sagen? Ich glaube, wir fangen direkt mal an. Oh, ja, jetzt müssen wir erstmal ein Spiel auswählen und jetzt kommen wir zur Story. Ein Botschafter der Freundschaft aus Bohnenland trifft ein. Und warum die Toads und so flackern, weiß ich auch nicht. Ehre dem Pilzkönigreich und Freundschaft unseren Ländern. Da kann doch nichts werden. Königin Marmella sendet euch dies. Oh, diese Lache. Ah, das war so klar, oder? Nee, oh, diese Lache. Okay, aber Peach sieht noch normal aus. Was haben die mit Peach gemacht? Oh, okay. Ich nehm's zurück. So, währenddessen. Ein Notfall! Hörst du denn kein Radio? Mario! Oh, jetzt können wir erstmal so einen kleinen Toad. So, und ich glaube, der möchte zu Mario. Guck mal, jetzt können wir uns hier angucken, wie Mario und Luigi's Haus aussieht. Ah, erstmal natürlich ein Bild von. Ja, natürlich. Bild von Peach ist ja klar. Oh, dann erstmal so zwei Betten. Ein rotes. Ich glaube, da schläft Mario drin, denke ich mal. Und ein grünes. Erstmal schön fett getrennt von so einem Pilz auf so einem Tisch. Okay. Oh, was ist das denn da? Ah, da müssen wir gleich hin. Und die Musik, ey. Hier hängt erstmal eine Mario-Mütze. Aber ziemlich cool gemacht hier, so richtig detailliert eigentlich. Oh, und hier sind wahrscheinlich die ganzen Klempner-Sachen, die Mario und Luigi brauchen, natürlich zum Klempnern. Und ein Stern. So, was ist hier? Nanu, da singt doch jemand. Oh, ich glaube, der hat... Na, wenigstens hat er jetzt eine Hand rum. Vor allem so la 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 la. Prinzessin Peach. Peach. Sobald es um Prinzessin Peach geht, rennt Mario auf jeden Fall direkt los. Ja, Bowser ist natürlich da. Was macht Bowser da? Wie Luigi so mitgeschleift wird. Oder geschliffen wird? Keine Ahnung. Nicht zu fassen. Jetzt hätten wir nicht schon Probleme genug. So eine Frechheit, mich einfach hinterrücks anzugreifen. Let's go. Oh, da geht schon der erste Kampf los. Viel können wir noch nicht machen. So, und ich sag mal vorab, ich kenne das Spiel natürlich schon, aber ich glaube, ich habe es noch nie so richtig durchgespielt komplett. Deswegen werde ich das wahrscheinlich mit diesem Let's Play nachholen. Ich freue mich auf jeden Fall ziemlich drauf, weil ich finde die Mario und Luigi RPG-Spiele ziemlich, ziemlich super. Finde ich richtig cool. Vor allem Dream Team Bros. Für den 3DS fand ich ziemlich cool. So, ich würde jetzt erstmal sagen, Solo-Attacke. Ich kenne natürlich ein bisschen die Angriffe, deswegen kann ich schon ein bisschen... So, zum Beispiel zwei Schaden machen, anstatt nur einen. Und ausweichen, so. Mario! Boah, und die Musik ist so cool. Die Kampfmusik von Superstar Saga ist richtig cool. Der erste Kampf seit langer Zeit, oder? Soll ich dir vielleicht die Aktionskommandos erklären? Nicht nötig, Mann. Ich kann das. Ach so, typisch Mario. Entschuldige bitte die Störung. Okay. So, noch ein Angriff hier und zack. Das Komische ist, in manchen Mario-Spielen kann man auf Bowser so draufspringen und bei manchen nicht wegen den Hörnern, weil Mario sich dann an den Hörnern wehtut.
Ist irgendwie ein bisschen komisch. Herr Mario, der wird mir jetzt auf jeden Fall, der wird mir jetzt sagen, dass ich den Angriffen von Bowser ausweichen kann. Genau, du kannst Bowsers Angriff ausweichen. Soll ich es dir erklären? Nein, danke. Ich weiß, wie das geht. Ach so, typisch Mario. Ich bin ja kein Anfänger. Entschuldige bitte die Störung. Und ausweichen. Cool. Zack. Dum, 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 dum. Ja, da haben wir Bowser schon besiegt. War aber lamer Kampf. Schluss jetzt! Die Lage ist viel zu ernst für so einen Unfug. Was ist mit Bowser los? Stimmt, etwas Schreckliches hat sich ereignet. Ein vermeintlicher Freundschaftsbotschafter aus dem benachbarten Bohnenland war hier im Pilzpalast. Dieser Schuft hat die Stimme von Prinzessin Peach gestohlen. Oh. Ich will gar nicht wissen, wie sich die jetzt anhört. So, keine Ahnung. Jetzt hat die Prinzessin diese bombige Stimme. Oh. Peach, ich habe keine Ahnung, was du uns sagen willst. Mit der Stimme plappert mir Peach meinen Palast kurz und klein. Ja, dein Palast, ne? Falls sie nun ja zu Besuch ist, Mario. Du musst etwas tun. Mario, bitte, bitte, bitte. Du musst der Prinzessin ihre schöne Stimme zurückbringen. Der Täter ist bekanntermaßen bohnenländischer Herkunft. Ja, das habe ich auch schon gecheckt. Du solltest die Sache mal direkt im Bohnenland untersuchen. Wir finden den Täter, knöpfen ihm die Stimme ab und bringen sie zurück. Mit meinem fixen Cooper-Chat sind wir flugs im Bohnenland. Mario, komm, wir müssen los. Oh. Okay, das ist auf jeden Fall eine ernste Sache. Wo ist Luigi hin? Ein neues Abenteuer beginnt. Aber du scheinst mal ein wenig aus der Übung zu sein. Sieh dich doch erstmal um und vertritt dir die Beine. Sprich auch mit den Toads, sie haben sicher einige Tipps parat. Oh cool, jetzt können wir spielen. Hui. Und können spielen, springen, laufen. Oh, hier ist Pilz. Du hast einen Pilz gefunden. Ah, du hast meinen Pilz, danke, vielen, vielen Dank. Bitteschön. Ah, danke schön. Übrigens, du gehst doch nach Bohnenland, oder? Dann nimm das hier als Abschiedsgeschenk. Ah, ein super Pilz. Na dann, hohe Sprungkraft für dein Abenteuer in Bohnenland. Hihi. Witzig. Oh, hier ist noch. Oh, wieder ein Pilz. Okay, jetzt haben wir einen super Pilz und einen Pilz. Okay, auf Start kann ich noch nicht drücken. Okay. So, ich muss echt sagen, ich freue mich echt auf dieses Spiel, weil es ist echt ein schönes Spiel. Die Mario und Luigi RPGs, die haben so viel Humor. Das ist einfach nur cool, Mann. Und ich freue mich auch echt auf das Remake Mario Luigi Superstar Saga und Bowser's Minions oder wie das hieß. Kann ich überhaupt rüberspringen? Kann ich da rüber? Oh, tatsächlich. Und wieder ein Pilz. So, was mit dir? Wie seltsam, ich habe mein Dings verloren. Was für ein Dings? Mario, hilfst du mir suchen? Ja, Klammern. Ich habe es wohl verloren, als ich hier oben spazieren ging. Ach ja, wenn du etwas findest, ändert sich das Aktionssymbol. Der Toad am Brunnen weiß alles über Aktionssymbole. Ja, genau, zum Beispiel, wenn ich mit dir auch reden will, kommt da so eine Fratze. So, ja. Okay, wo ist das Dings, Mann? Hallo Mario, hi. Wie dein Bart wieder glänzt. Okay. Ach bitte, zeigst du mir, wie du springst? Bitte schön. Ja, erstmal so eine Drehung. Mario, seit wann kannst du die Drehung? Was für ein Sprung? Keiner auf der Welt springt so wie du, Mario. Ich weiß. Oh, das ist Luigi. Was mit dir? Ach, du bist ja am Brunnen, ne? Mit den Aktionssymbolen. Diesmal geht es also nach Bohnenland. Viel Erfolg. Soll ich dir vorher die Aktionssymbole erklären? Nein, kann ich. Ach so? Voll empört. Na gut. Dann viel Erfolg im Bohnenland. Dankeschön. So, aber ich würde mal sagen, hier haben wir dann jetzt alles. Oh, was mit dem hier, genau. Das ist eine ziemlich witzige Sache. Oje, oje, ich habe doch glatt meine Einheit verloren. Weißt du vielleicht, wo ich König Bowser finde? Ja. Das Ding ist, wo ist Bowser hin? So, das Ding ist, man kann ihn jetzt irgendwo hinlotsen. Wenn man nach da oben, nach da drüben, also den Fall nach oben, nimmt, kommt er, glaube ich, pünktlich, weil wir müssen ja auch nach oben. Und ich glaube, wenn wir die beiden Sachen nehmen, kommt er sogar zu spät. Deswegen sage ich mal, er muss dorthin. Danke, ich muss nämlich ganz schnell zum Treffpunkt. Und tschüss. So, ich glaube, jetzt kommt er nämlich gleich zu spät und das sieht man. Ich glaube, wenn man den nach oben geschickt hätte, wäre gar nichts passiert. So, Luigi. Das ist auch so witzig, wie machen Luigi miteinander sprechen, so. Alles klar, Luigi. Oh, hier kann man speichern. Ups. Oh, speichern fehlgeschlagen. Okay, dann muss ich mich später drum kümmern. So. Oh, jetzt kommt Luigi doch hinterher. Ich glaube, der will mich noch zu Bowser bringen. Ich war erst vor kurzem auf Reisen im Bohnenland. Die Lachberge und der Grinsewald.
Das Kichermeer, das Gröltal, ein wahres Paradies für Touristen. Posers Cobra-Jet steht auf dem Flugfeld. Zeit für den Aufbruch. Ich glaube, sie warten nur noch auf dich. Ja, ich frage mich ja schon, warum jetzt Mario und Luigi Bowser plötzlich so vertrauen. Aber ich glaube, Luigi vertraut ihm nicht so. Ich glaube, deswegen will er auch nicht mit. Aber dass Mario Bowser plötzlich so vertraut? Mario! Oh, Todsworth. Oder wie er heißt. Todsworth. Puh, gerade noch rechtzeitig. Schau mal, ich habe den idealen Koffer für deine Reise mitgebracht. Du kannst ihn mit Items und frischer Wäsche füllen. Bitteschön, er gehört nun dir. Cool. Du hältst einen Koffer. Drücke Select, um deinen Koffer zu öffnen. Dann erscheint dein Menübildschirm. Du kannst bereits erhaltene Items auswählen und benutzen oder die Kleidung wechseln. Gelegentlich solltest du auch deinen Status überprüfen. An Bord des Cobra Jets wirst du sicher Zeit haben, den Koffer unter die Lupe zu nehmen. Und noch etwas. Hier hast du etwas Reisegeld. Als ob Mario nicht schon genug Münzen hätte, die er im Laufe seines Lebens eingesammelt hat. Oh, Luigi, du gehst also auch nach Bodenland? Bye, bye. Nein, Luigi will nicht mit. Bye, bye. Du bringst Mario zum Flieger? Das hatte ich auch vor. Mario, ich gehe schon mal vor und erwarte euch dann am Cobra Jet. Ja, mach das, Todsworth. Cool. So. Und sind wir da. Mario! Du bist spät dran. Wir brechen auf. Los, komm endlich an Bord. Was sagst du jetzt? Ist der Cobra Jet meine neueste Waffe? Cool. Sag ich doch, aber genug. Wo sind meine Leute? Männer an Bord! Wo bleibt der Haufen? Du, willst du etwa in meine Armee? Ah, verstanden. Ganz dringend willst du also mit. Das wird jetzt auch ziemlich cool. Genau, du da. Nicht so schüchtern. Du siehst zwar nicht besonders heller aus, aber komm ruhig mit. Hier geblieben. Eure Widerlichkeit! Die Bowser-Armee ist soeben eingetroffen. Hey, hier sammeln wir uns, die Nasen. Oh. Und jetzt seht ihr, da vorne oben rechts, da fehlt einer. Und jetzt kommt er so spät, so, wartet auf mich. Mario, dieser Lügner. Cool gemacht. Genau sowas meine ich mit dem Humor. Alle Mann angetreten. Wir gehen an Bord des Cobra Jets. Einfach köstlich, unser Neuzugang. Los, starten wir endlich. Eure Schmutzigkeit. Alle Mann an Bord. Nun, bis auf einen. Was? Sofort starten. Schnappt ihn euch. Ist das Luigi am Wegrennen oder was? Ja, Luigi rennt weg. Ja. Er kommt mit so einem Arm so. Natürlich. So, ich will mal sagen, Luigi ist auch dabei. Luftraum über dem Pilzkönigreich. Oh. Ist der Maschinenraum oder so? Ja, eine Durchsage für die Passagiere. Mario und. Grünkäppchen. Grünkäppchen. Mario und Grünkäppchen zugehört. In Kürze erreichen wir Bodenland. Also öffnet mit Select den Koffer und sortiert euer Gepäck. Danach habt ihr euch auf dem Oberdeck einzufinden. Okay, jetzt können wir Mario und Luigi spielen. Also wir können mit... Mario kann natürlich mit A springen und Luigi mit B. Wir können auch so gleichzeitig springen. Und so werden wir uns halt die meiste Zeit vorbewegen. Aber ich glaube, ich brauche zu den Mario und Luigi RPGs nichts sagen. Okay, die sind jetzt alle am Quatschen. Aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal direkt weiter. Dim. Oh, das ist auch cool hier. Zack, zack, zack. So. Ja, okay. Oh, hier sind auch noch Münzen. Ups. Ah, jetzt sind die natürlich davor. Ach, egal. Wobei, ich glaube, wenn ich mit denen spreche, dann verstehe... Dann, erklären mir die das, oder? Derjenige, dessen Farbe die Brüderbox hat, springt gegen die Box. Ja, die Koopas sind ja auch rot und grün. Springt der richtige Bruder gegen die Box, bewegt sie sich in Fallrichtung. Springt der richtige Bruder gegen die Box, bewegt sie sich in Fallrichtung. Hab ich doch gerade gesagt. Also hat der doch gerade gesagt. Dumm. 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 Ja, cool. Ich habe das auch schon gecheckt. Ich habe es gecheckt. Okay, cool. Oh, das hier wird auch cool. Hier, ihr zwei da. Genau, ihr zwei mit den Bärten. Willkommen nach Bodenland. Eure Pässe habt ihr doch sicher bei euch, oder? Die Reisepässe. Was? Du hast doch einen Koffer dabei. Drück Select und sieh im Koffer nach. Ach ja, Select, stimmt.
Zack. So, das ist der Koffer. Da sind sie doch. Ohne Fotos. Das sind eure Pässe. Oh, beide noch Level 1 machen, Luigi. Nanu, wo sind die Fotos? Ja, wir haben keine. Damit könnt ihr nicht in Bodenland einreisen. Aber wenn wir hier ein paar Fotos machen, dann ist das Problem ganz einfach und bequem gelöst. Lucky! Ist gar nicht schwer. Stellt euch auf die Markierung da. Okay. Fertig, dann ab auf die Markierung. Okay. Und jetzt Grünkäppchen, bitte zurücktreten. Bitte recht freundlich. So, und jetzt kommt auch noch was Cooles. Vorher nichts vergessen. Während der Aufnahme musst du stillhalten. Drück nicht auf oben, unten, links, rechts, um komische Fratzen zu schneiden. Fertig. Und Käse. Und jetzt habe ich eine Fratze geschnitten. Und jetzt Grünkäppchen. Komm mit, start nach vorne und stell dich auf die Fußmatte. Cool, Mann. Okay, Mario, bitte zurücktreten. Stillgehalten. Nicht mit blablabla komischer Fratze machen. Bitteschön, die Fotos für eure beiden Pässe sind fertig. Gute Reise. Oh, wie sehen die jetzt aus? Oh, Mario ist jetzt normal. Luigi ist jetzt normal. Ach, ist egal. Und Mario erstmal so. Cool. Let's go. Oh, ein Pilz. Die können wir später alle noch gut gebrauchen. Dum, dum. Oh, wieder ein Pilz. Was mit dir? Puh, das ist doch hier und dies nach dort. Lagerhaltung ist die Hölle. Ein Fehler wird man. Und man muss wieder von vorne anfangen. Oh, ich glaube, das ist ein schwerer Job, Mann. Dum. So, aber ich glaube, wir müssen gleich an Deck sein. Oh. Oh, ja, okay. Hey! Pass doch auf! Bowsers teure Fracht! Da war doch gar nichts drin, oder? Blablabla. Das Oberdeck? Geht einfach hier weiter. Aber bevor ihr auf das Oberdeck geht, solltet ihr noch eine Kleinigkeit lernen. Ich bringe euch bei, wie ihr als Paar kämpft. Ah, muss nicht sein. Nein! Oh! Das hab ich falsch gedrückt. Nein, ich möchte das nicht. Oh, cool, ich kann weitergehen. So. Fast zu Toren, ja. Oh, Goomba. Ja, die Koopas sind natürlich gut und die Goombas natürlich nicht. Was? Nein, du brauchst mir das nicht erklären. Weglaufen gilt nicht. Zuerst lernen wir die Verteidigung. Dum, dum. Mario springt mit A. Grünkäppchen benutzt B für die Verteidigung. Also gut, greif Mario an. Anhalten. Jetzt musst du A drücken. Okay. Und jetzt Angriff auf Grünkäppchen. Anhalten. Jetzt musst du B drücken. Oh, jetzt habe ich ihm sogar Schaden gemacht. Genau so. Je nachdem, wann ihr springt, könnt ihr nicht nur ausweichen, sondern auch kontern. Genau, habe ich ja gerade gemacht. Allerdings gibt es auch Attacken, die man nicht kontern kann. Zum Beispiel Bowsers Flammenattacke. Jetzt trainiert das mal schön. Der Angriff läuft genauso wie im Einzelkampf. Das Aktionskommando für Grünkäppchen ist B. Und um auf die Monster zu treten, drückst du B. Das könnt ihr auch trainieren. Coole Musik. Zack. So, wenn man B oder A nochmal beim Springen drückt, bei Mario oder Luigi, und dann gerade wenn er trifft, nochmal drückt, dann macht man mehr Schaden. Boah, ich merke schon, bei diesem, ups, jetzt hab ich verkackt. Bei diesem Let's Play muss ich bei der Melodie immer wieder mitsummen, glaube ich. So, habt ihr gesehen, jetzt habe ich nur einen Schaden gemacht. So, und jetzt kriegen wir Erfahrungspunkte. Cool. So, der erste Gegner, den wir besiegt haben. Warte! Warte! Was machen die Gummis denn da? Okay. Puh, du bist so fix, ich hol mal echt nicht ein. Damit müssen wir doch die Einreise vorbereiten. Mario und Grünkäppchen, helfen mir doch mal bitte. Nebenbei erkläre ich euch, was ihr wissen solltet, wenn ihr einen Kampf beginnt. Nein, das weiß ich doch alles. Mann, ich will kein Anfänger. Schnappt euch diese Kerle. Wenn ihr auf sie springt, beginnt der Kampf. Okay, die beiden Kämpfe machen wir noch und dann ist der Part sogar schon vorbei, die Pilotfolge. Genau, wenn du vor dem Kampf auf sie springst, dann sind die Monster schon von Anfang an geschwächt. Na, ist das eine brauchbare Info oder nicht? Keine Ursache. Aber pass auf, wenn du beim Springen deinen Hintermann erwischst, dann kann er sich nicht bewegen, bis er selbst am Zug ist. Okay, das sind wirklich gute Infos. Oh, die sind jetzt direkt geschwächt und deswegen kann ich die direkt besiegen. Sehr gut. Oh, Mario ist Level 2. Cool. So, jetzt haben wir hier noch so einen Bonus, den wir anwenden können, um irgendwas hier zu stärken. Aber was stärke ich als erstes? Ich würde einfach mal sagen, Verteidigung. Und, habe ich Glück?
Ja, eine 2. Okay, ich habe da zwar auch eine 3 gesehen, aber 2 ist besser als 1, ne? Puh, danke. Ja, keine Ursache. Oh. Noch einmal bitte. Alles klar. Und zack, noch ein Kampf. So. Und zack. Okay, auch direkt tot, waren ja vorher geschwächt. So, jetzt müsste... Genau, Luigi auch Level 2. So, ich habe vor, Luigi... Also, ich habe das bei dem Mario-Luigi-Spiel immer so gemacht, dass ich Luigi mal ziemlich auf Angriff getrimmt habe. Oh, eine 3, eine 3? Oh, ich habe eine 1. Locker werde ich in diesem Let's Play so richtig viel Pech haben mit diesen Zahlen. Ja gut, dann haben wir das aber auch geschafft. Ja, puh, danke. Und jetzt auch so. Ja. Das war's. Cool. So, jetzt müssen wir auf dem Oberdeck sein. Ah, gleich. Okay, hier können wir nochmal speichern, aber das muss ich... Kann ich gerade nicht. Oh, was ist das denn hier? Natürlich trifft's Luigi. Luigi? Oh, Luigi ist weg. Wow. Oh, der Kran hat statt der Ladung das Grünkäppchen erwischt. Ja, dann kann er sich ja gleich im Ausguck nützlich machen. Ja, Luigi, ey. Jetzt hängt er da. Eure Ranzigkeit. Oh. In Kürze überfliegen wir die Grenze des Pilzkönigreichs zum Königreich Bodenland. Hm, verstanden. Abtreten. Oh, shit. Hä, was ist denn da oben los? Oh. Oh, was ist das? Voll so die halbe Sprachausgabe irgendwie. Oh. Das ist viel vom Anfang. Um es mit mir, Luke Miller, aufzunehmen, fehlen dir mindestens 100 Millionen Jahre Übung. Du bist die Diebin, die der Prinzessin die Stimme gestohlen hat. Ach so, nee, das ist Bowser. Ich bin so ein Trottel. Du bist die Diebin, die der Prinzessin die Stimme gestohlen hat. Beneidenswert böser Plan. Ja, Bowser, auf sowas kommst du nicht, ne? Du kannst nur Peach entführen, aber nicht die Stimme. Ich muss jetzt im Bodenland neue Schandtaten vorbereiten. Deshalb habe ich keine Zeit, mich mit euch aufzuhalten. Krankfried, erledige das. Oh, Krankfried. Ist echt so ein Krankfried. Nee, lach schon wie so ein Kranker. Ich bin Krankfried, der Lieblingsschüler von Luke Miller. Ihr habt wohl so viel Zeit, dass ich der Stimme so einen Aufstand macht. Dabei kommt es noch viel besser. Aber es hat in diesem Spiel nicht vorgesehen. Du hast jetzt voll am Stottern. Oh, Bowser ist ausgenockt. Oh oh. Und jetzt zu euch. Oh shit. Oh shit. Okay, Leute. Und damit würde ich sagen, ist auch der erste Part von Mario & Luigi Superstar Saga vorbei. So, ich muss jetzt hier leider einen Cliffhanger machen. Aber dann geht's im zweiten Part hier weiter. Mit dem Kampf gegen Krankfried. Also, Leute, ich hoffe, euch gefällt das neue Let's Play. Ich habe ziemlich viel Bock da drauf. Und wir hören uns beim nächsten Part von Mario & Luigi Superstar Saga. Bis dahin. Ciao.